Ladies, es geht wieder weiter mit der Meisterliga mit Eintracht Frankfurt. Jetzt mit dem Auftakt gegen den SC Freiburg, den ich hoffentlich siegreich gestalten werde. Also den Auftakt, nicht den SC Freiburg. Wäre ein bisschen unlogisch. Hier passt alles. Ich muss nur noch kurz die Systemeinstellung ändern. Denn noch sind die Fans hier zu laut. Ihr wollt mich ja hoffentlich hören. Wenn nicht, dann seid ihr hier am falschen Dampfer, oder wie man das sagt. So müsste das. Na, ich gehe auf Nummer sicher. Jetzt hört ihr die Fans wahrscheinlich kaum noch, aber dafür hört ihr mich und das ist gut so. Okay. Wie gesagt, Freiburg wird wahrscheinlich da unten irgendwo rumhängen in der Abschlusszone. Und deswegen kann man hier zumindest, also mindestens ein Punkt sollte unbedingt drin sein. Und ich gehe gleich auf Pressing, das ist der Kreis. Und totale Offensive, das ist das Viereck. Heißt, ich werde sie wirklich nach hinten drängen, die Freiburg, was ihnen natürlich auch die Möglichkeit für Konter schon wird, ganz klar. Aber wenn ich vorne Tore mache oder ein Tor, dann ist ja schon alles gut. Jetzt zum Beispiel mit Kontergelegenheit über Amara Tidis. Feni nimmt ihn direkt und das ist das Tor. Nach einem Torwartpatzer von Feni. Das klappt schon mal richtig gut hier. Die Fans existieren gerade nicht so nach diesem Tor, aber das ist mir gerade ziemlich egal, denn das war echt ein schöner Konter. Hier habe ich den Ball erobert. Dann rüber und Amara Tidis sprintet. Spielt rüber. Feni zieht ab. Der Torwart. Das ist ja altbekannt bei PS, dass die nicht gerade stark sind. Wobei es natürlich auch ein Direktschuss, aber das darf keine Entschuldigung sein für diese Anti-Parade. Ja, Freiburg jetzt müssen sie kommen, ganz klar. Die sind eher defensiv, würde ich mal behaupten. Wobei die natürlich auch schon richtige Fußballer rein haben, die auch was nochmal spielen können. Ja, nicht so raushauen oder defensiv, sondern auch wirklich den Ball beherrschen, aber eigentlich spielen sie eher defensiv. Aber Natidis, Malavica, Kayo. Ach, ich wollte direkt rüberspielen wieder zu Amatis, dann wäre er durch gewesen, unten links. Schade eigentlich. Aber meine Abwehr steht auch gut, obwohl ich hier auf Pressing und vor allem totale Offensive setze. Das bedeutet nämlich, dass hier die Abwehrspieler auch nach vorne gehen oftmals und auch generell alle viel offensiver ausgerichtet sind. Das mache ich eigentlich oft so, wenn ich hier Tor schießen will, dann setze ich meistens auf diese beiden Taktiken. Dann passt das alles. Ja, ich spiele auf Topspieler 5 Minuten lang, habt ihr ja schon im ersten Video gesehen. Und habt die Details ein bisschen runtergeschraubt, damit es nicht stockt. Und ja, ich denke mal, das läuft bisher ganz gut. Der Ball läuft auch gut. Und ist wie immer rund. Und Avantis hat ja schön viel Platz, um den Ball fehlen uns zu passen. Der getäuscht anschießt. Aber der Weg war so spitz und von da aus hätte er eigentlich einen Linksfuß viel besser schießen können. Aber okay. Poplin, den finde ich eigentlich relativ gut, den Keeper. Hätte ich vielleicht auch mal überlegen sollen, den zu verpflichten. Warum eigentlich nicht? Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Aber okay, jetzt sind erstmal Trocken und Eilhoff die Angebote dran. Aber konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Ich denke, ich führe das hier doch recht souverän und verdient, denn in Freiburg hat man eigentlich nichts gesehen. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ja, ich hatte ja schon ein paar ganz gute Kontergelegenheiten. Und ich bin auch so dominiert, das gefällt mir eigentlich ganz gut bisher. So kann es weitergehen, ein 1-0 zum Auftakt auswärts wäre mehr als ordentlich. Das wäre jetzt ein perfekter Saisonstart. Denn ein 4-5-0 mit Robben-Toren kann man von Eintracht Frankfurt nicht erwarten. Ein Sieg ist für Eintracht schon was ziemlich Gutes. Chris Mann ist sehr schnell und der zieht durch, jetzt kann er mal in die Mitte spielen. Oh Mann, was war das denn für ein grottiger Ball? Er hätte doch nochmal bekommen müssen. Ganz ehrlich, egal.
Boah, Chris, der kann ja echt durchziehen. Hätte ich nicht gedacht, der ist ganz schön Innenverteidiger. Ja, ist er auch. Aber, wow. Da habt ihr gesehen, Innenverteidiger geht mal mit nach vorne. Weil ich eben jetzt so offensiv ausgerichtet bin durch diese Taktik. Meine Formation ist ja relativ neutral, 4-4-2 und Raute. Das ist keine defensive Einstellung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da besonders offensiv spielt. Das ist eigentlich Standard. Wobei bei der WM wurde auch oft 4-5-1 eingesetzt, auch von Deutschland, mit Klose als einzigster Spitze zum Beispiel und auch anderen ja, Nationalmannschaften, aber ich denke, dass 4-4-2 mit Raute und auch generell 4-4-2 ist das weiteste verbreitet. So, jetzt kommt immer ein langer Einwurf, das mache ich normal nie, aber für euch habe ich es gemacht und für euch kassiere ich jetzt hier vielleicht ein Kontertor. Reisinger, die Grätsche war schlecht. Aber die gehen ja alle drauf. Die sind ja heiß aus Pressing durch meine Taktik. Und der schiebt sich die Ball hier schön selbst ins Aus. Danke für den Einwurf. SC Freiburg. Habt ihr klasse gemacht. Und das gefällt mir echt gut hier, das Spiel. Wenn man so ungefähr führt und dann auch noch zu weiteren Chancen kommt, dann kann das echt mal Spaß machen. Ah, in letzter Sekunde abgefahren. Drecksjahr. Sehe, den finde ich eigentlich ziemlich gut. Der hat echt überzeugt in der Rückrunde. Ich glaube, so 5-6 Buden gemacht. Und ich glaube, es war seine erste Saison in Deutschland. Also, Astet, kann man da nur sagen. Astet heißt, was sie passt. Wer es nicht kennt und nicht versteht, das werden alle meine Zuschauer sein. Aber egal. Ja, Freiburg, was gucken die eigentlich so rum? Letztes Mal schöne Kombination. Die erste richtig gute Angriffskombination des SC Freiburg. Eine direkte Flanke, ich glaube, von Tommy Bechmann auf Itrisu, der jetzt bei Mönchengladbach spielt, aber ich spiele die letzte Saison sozusagen nach. Deswegen ist ja auch Bochum und wer ist noch abgestiegen? Hertha. Klar, Hertha. Hertha sind natürlich noch in der Liga drin. Das ist ja jetzt die Saison 09 und 10. Matthias, es ist ja auch ein bisschen dumm, wenn man rennt und dann ein Spiel in die Ball annimmt, dass die sich dem oftmals weit vorliegen bei PS. Soll jetzt alles bloß nicht ein Gegentor passieren. Und das war's. 1-0 gewonnen. Ich denke auch relativ verdient. Ups, die Ergebnisse, egal. Bayern, Stuttgart hat 3-0 gegen Hannover gewonnen. One half man. Hannover, hier steigen sie vielleicht ab. ansonsten haben viele übliche Verdächtige gewonnen. Hoffenheim, Bayern, Bremen, Dortmund und Stuttgart. Verloren von guten hat eigentlich nur Wolfsburg und Bayer. So, das gefällt mir echt gut hier. Optimaler Start in die Saison. Dieses Tor. Ich glaube, von Fenin war es jetzt. Und damit... So kann es weitergehen. Das nächste Spiel ist im Pokal gegen Köln. Ich denke, das ist auch... Oh, Dropny und Eilhoff, die fahren und sind gescheitert. Das heißt, ich kann mir neue Torwart-Option suchen. Aber ist nicht das Schlimmste auf der Welt, sage ich mal. Und ich denke, gegen Köln, das ist eine lösbare Aufgabe. Seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Tschüss.